Ey, Leute, 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 mir sind gerade in-game Sachen widerfahren. Da denkst du echt wieder, du fällst vom Stuhl, das ist wieder der Wahnsinn gewesen. Ich hab ein bisschen Black Ops 2 auf dem PC gespielt und hab mir nichts Böses gedacht. Und dann bin ich wieder auf die klischeehafteste YouTube RTL2 Assi-Szene getroffen, die man einfach nur treffen kann in-game. Ja, das war das übelste Fanboy-Gebäsche da, das war der Wahnsinn. Logischerweise nicht Fanboys von mir, weil guckt mal auf meine Abos, ich habe 700 Abonnenten jetzt knapp. Nein, auf gar keinen Fall, sondern von anderen Leuten, größeren YouTubern, die ja so eine tolle Vorbildfunktion sind. Da halte ich mich jetzt mal raus, was das angeht. Aber ich zeig euch jetzt einfach mal den Clip und dann seht ihr mal wieder, wie denn einige junge, auch ältere sogar, YouTuber bzw. YouTube-Zuschauer andere größere YouTuber sehen, nämlich schon fast als Stars. Die sehen COD-YouTuber, Battlefield-YouTuber oder sonst was, Gaming-YouTuber als Stars. Total hirnverbrannt. Ich blende euch jetzt mal die Szene ein und dann könnt ihr mal gucken, was da war. Alter, und? Monte? 1-4. Komm, ich. Junge, beruhig dich doch Scheiße. mal. Warum? Hallo? Junge, das ist ja echt eine Bombe. Ich bin gerade richtig am Zittern. Oh, was bist du für Ich ein kann nicht mehr Fanboy? spielen. Ich kann nicht mehr spielen. Du kannst es glauben. Ich stehe. Ich kann nichts mehr machen. Guck, ich hab mich richtig verhext. Alter, Montana Black hat ein Obi erschwitzt. Das kann nur der echte sein. Also wer am Anfang aufgepasst hat, der weiß, dass das Gameplay auf dem PC war. Und jeder, der ab und zu schon mal Montana Black guckt, weiß, dass er Konsolenspieler ist und auf der PS4 spielt. Ja, da sollten schon mal vielleicht die Alarmglocken läuten. Und jeder Vollidiot kann sich Get on my level nennen und ein Clan-Tag GER im Background, also eingeklammert, als Clan-Tag in den Namen reinschreiben. Das ist auf Steam einfach leicht gemacht. Da kannst du jedes Mal, wie du willst, deinen Namen ändern. Das ist nichts Besonderes. Und außerdem spielt er nicht auf dem PC. Da hätten Fanboys vielleicht mal ein bisschen Kopf einschalten können. Aber ihr habt ja gehört, der war ja schon am Zittern. Der konnte ja nicht mehr reden. Also total bescheuert. Ein COD oder Gaming-YouTuber als Star anzusehen, finde ich schon ein bisschen krass. Ja, klar kann man seine Videos cool finden und dafür produziert man ja auch Videos, damit den Leuten der Content gefällt. Aber das macht doch aus keinen Star. Das sind einfach nur Informationsvideos über Gaming oder gerade das zeigen, was man gerade spielt, wo man Bock drauf hat. Und ein bisschen so seine Meinung zum aktuellen Gaming-Geschehen preisgeben. Aber Stars sind es definitiv nicht. Na, ich sehe auch einen PewDiePie nicht als Star. Auch wenn ich ihn sehen würde, würde ich nicht so ausflippen. Klar, finde ich das cool und würde versuchen, mit denen so zu reden. Ganz klar, aber das ist halt was anderes. Das wäre halt normale verbale Kommunikation. Aber so auszuflippen, das ist schon. Ich weiß nicht. Also, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben. Ich glaube nicht, dass ihr. Also der Großteil meiner Zuschauer so ausgeflippt wäre, weil so das, was ich so meistens in den Kommentaren kriege, ist eigentlich meistens ganz gut immer und hört sich relativ vernünftig an. Ja, ich habe so zum Beispiel einen Zuschauer, der ist auch schon ein bisschen älter, habe ich auch schon mal erwähnt, glaube ich. Wie alt ist er? 32 oder so. Wolverine heißt er, mit dem habe ich auch schon ein paar Mal gespielt. Also was der immer in die Kommentare schreibt, das ist unglaublich. Das sind ellenlange Texte, die auch mega geil einfach sind, wo einfach so unglaublich viel Inhalt zu dem Video ist, zu dem Thema und wo so unglaublich viel die Meinung dazu geäußert wird, das ist hammerhart, finde ich geil. Sollte öfters der Fall sein, sollten einfach mal mehrere Leute machen. Das wäre schon was Geiles. Naja, aber es ist schon heftig, wie manche Leute momentan YouTuber sehen. Das ist für mich nicht verständlich. Und auch irgendwie nicht normal. Ja? Ich meine, wenn ich teilweise jetzt schon in Rewe gehe oder so oder in den Zeitschriftenladen und auf die Bravo gucke oder Popcorn, das waren ja früher so Star-Zeitschriften, wo die ganzen Musiker drin waren, Schauspieler, da waren früher Leute drin wie ja, Justin Timberlake oder Dwayne The Rock Johnson oder sowas und jetzt sind da nur noch YouTuber drin. Was hat denn das mit Stars zu tun? Und dann steht da YouTube-Stars. Alter, was ist denn falsch mit denen? Verstehe ich nicht. Also, ich verstehe generell nicht, wie man einen normalen Menschen, der einfach Videos produziert,
als Vorbild kann man das vielleicht sehen, in gewissermaßen in manchen Sachen, zum Beispiel in Sachen Videobearbeitung kann man einen als Vorbild sehen, oder so wie der Mensch bestimmte Sachen denkt, dass das Verhalten, die Denkweise, die Ziele, die sich dieser Mensch gesetzt hat oder was der Mensch macht, ja klar kann man das als Vorbild nehmen, aber doch nicht als Star sehen. Also da ist eine Sache, da blicke ich einfach nicht hinter. Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Also das ist jetzt ein bisschen Random Talk mal gewesen, weil das interessiert mich einfach. Ich verstehe nicht, wie man YouTube Star, ich will es schon gar nicht als Star nennen. Das ist einfach, keine Ahnung. Das sind für mich keine Stars. Ich bin ja auch kein Star. Ich sowieso nicht. In meinen kleinen, aber feinen 700 Abonnenten. Aber selbst ein PewDiePie oder ein Angry Joe Show, kennt ja auch der eine oder andere, der viele Gaming-Reviews macht. Angry Review heißt das Ganze. Was gibt's denn da noch? Da gibt's Gronkh. Gronkh würde ich auch nicht als Star sehen. Nein. Leben nicht. Ah, der Typ ist cool, der ist mir sympathisch, der macht coole Videos. Auch wenn ich ihn nicht so oft gucke, dann würde ich ja nicht hier anspringen und das Bein berammeln gleich, weil ich ihn so geil finde, keine Ahnung. Dann schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich fand es ein bisschen arg komisch. Ich finde es einfach komisch. Also, haut rein, bis zum nächsten Video und ciao. Ach nee, halt, ich habe noch was vergessen für die Clickbait-geilen Typen, ne? Also, ich könnte natürlich auch Montana Black Fanboys in Black Ops 2 in den Titel schreiben, ne? Aber mache ich nicht, weil Clickbait ist ja nicht so mein Ding. Wollte ich nur mal angemerkt haben, ne? Also, haut rein, bis zum nächsten Video und ciao.